Hallo, ich bin Dimitar Metzeltin von Mackie und das sind die Onyx USB Interfaces von Mackie. Und die stelle ich mal kurz vor. Wir haben einmal das Onyx Artist 1.2. Wir haben hier zwei Eingänge, einmal einen XLR-Eingang mit Phantomspannung dabei und dem Onyx Preamp von Mackie, also ein sehr, sehr guter Preamp mit einer extrem guten Signal-to-Noise-Ratio. Und wir haben hier dann nochmal zusätzlich einen Line- oder Instrumenteneingang. Ich kann das hier dann umschalten zwischen normalen Line- oder einem hochohmigen Eingang. Ich kann also meinen E-Bass oder meine E-Gitarre auch anschließen. Dann habe ich hier einen großen Volumenregler, so wie die Fläche das auch zulässt. Und dann nochmal einen Kopfhörerausgang, der hier von der Lautstärke her eingestellt werden kann und auch recht laut ist. Dann schauen wir uns nochmal die Rückseite an vom Onyx Artist. Ich drehe das hier mal um. Da sehen wir einmal den USB-Port. Wir haben also ein USB-Audio-Interface eingebaut. Wir wandeln mit 24 Bit und 192 kHz mit extrem hochwertigen Wandlern von Cirrus Logic mit 114 dB Dynamik. Und wir haben hier zwei Line-Ausgänge, die symmetrisch ausgelegt sind, die beiden Ausgänge hier. Also das ist zunächst einmal das Onyx Artist und dann schauen wir uns mal den etwas größeren Bruder, den Onyx Producer 2.2 an. Jetzt schauen wir uns erstmal die Vorderseite wieder an. Da haben wir jetzt hier zwei Combo-Eingänge mit den Onyx Preamps wieder eingebaut. Wir können dann hier umschalten zwischen Hi-Set oder Line, wenn man den Klinkeneingang vom Combo-Eingang benutzt. Und wir können das bei beiden Eingängen. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt im Studio bin und ich selber spiele zum Beispiel einen passiven Bass und der Kollege spielt E-Gitarre, dann können sich beide hier anschließen und dann auch direkt in der DAW aufnehmen mit den entsprechenden Plugins. Dann habe ich hier einmal einen Mixregler, wo ich aussuchen kann den Anteil vom Eingang und vom DAW Return. Dann hier nochmal ein großer Volumenregler und der Kopfhörerausgang mit dem Volumenregler dazu. Fast hätte ich es vergessen, es gibt ja auch nochmal die Phantomspeisung, die ich hier für beide Eingänge dazu schalten kann. Okay, dann schauen wir uns hier auch nochmal die Rückseite an. Dann sehen wir hier wieder den USB-Port. Ich kann das eben hier dann direkt an meinen Rechner anschließen. Das funktioniert für Mac als auch für PC natürlich. Ist also mit jeder DAW kompatibel. Zusätzlich zu den symmetrischen Line-Ausgängen, die wir hier haben, haben wir hier nochmal zusätzlich einen MIDI-Port mit eingebaut für MIDI-fähige Synthesizer, die ich dann eben über MIDI da anschließen kann. Ja, die Onyx Artist und Onyx Producer Interfaces sind eben kompatibel mit einem PC und Mac. Ich kann das also mit jeder DAW benutzen. Wir haben hier aber auch schon im Paket mit dabei eine eigene DAW, die nennt sich Traction und ein Plugin-Paket von insgesamt 16 Plugins. Das heißt, man hat hier wirklich ein Komplettpaket fürs Recorden von Mackie. Vielen Dank fürs Zuschauen.